Sind das die Bretter, die die Welt bedeuten? Ich stehe in Düsseldorf, in der Oper, auf der Bühne. Hinter mir ein großer Zuschauerraum. 1300 Leute haben dort Platz. Und ich gestehe, dass mich ein ganz klein wenig diese Atmosphäre irritiert. Wäre ich hier der Schauspieler? Ich schaue hinein, ich schaue in den Zuschauerraum. Die Menschen schauen auf mich, ich schaue sie an und ich spiele das Spiel, für das ich an diesem Abend engagiert bin. Die Oper, das große Theater. Ich erinnere mich, dass ich so gerne Schauspieler in meiner Kindheit geworden wäre. Ich habe immer wieder gespielt, aber nie die Rolle bekommen, die ich eigentlich wollte. Immer fand ich mich fehlbesetzt. Und so habe ich es dann irgendwann sein gelassen. Später einmal ein bisschen Kabarett, aber das war es dann auch. Wenn ich hier stehe, wenn ich auf der Bühne stehe, dann kommt mir ein ganz eigener Gedanke. Ist unser Leben ein großes Spiel? Ist unser Leben ein Schauspiel? Und ich habe einen Text zu sprechen. Und diesen Text muss ich gut sprechen. Und plötzlich spüre ich, wie mir der Text weggeht. Ich weiß ihn nicht mehr. Und ich schaue in den Zuschauerraum, ich schaue in den Orchestergraben und sehe dort jemanden, der mir den Text vorspricht, mein Stichwort wiedergibt. Mein Stichwort, das ich verloren hatte. Und dann ist mein Lebenstext wieder da. Mein Leben, mein Text, mein Spiel, ist Gott derjenige, der in meiner Nähe ist? Und wenn ich dann irgendwann einmal ins Abseits komme, gibt er mir das richtige Stichwort, mein Wort, das mich weitergehen lässt und das mir das Ziel gut vor Augen stellt. Ich bin auf der Bühne meines Lebens.